Moin und willkommen zum Fußballmanager 14 in der Kreisliga. Und ja, das ist was, wo ich mich ganz besonders drauf freue. Und natürlich ist auch hier, man hat es vielleicht schon so sich anbahnen hören können in Somalia, als wir diverse Male dieses Thema angesprochen haben. Mit dabei ist natürlich wieder der Malte. Moin Moin. Und ja, erstmal ein komplexes Spiel. Wir müssen uns vielleicht erstmal ein bisschen reinfinden und ein bisschen überlegen, was wir denn überhaupt hier vorhaben. Also, wie man sehen kann, wir sind hier, wie dieses schöne Bild verrät, in der Kreisliga. Und ja, und das Schöne ist, also der Fußballmanager liefert ja den Modus mit, oder lieferte, die Serie gibt es ja leider nicht. Entschuldigung, ich muss mal kurz zwischenfunken. Das mit den Kommentaren musst du machen, da kriege ich Internetprobleme. Da hakt das Bild an. Kein Problem. Dann übernehme ich doch. Okay, also, der Fußballmanager lieferte ja die Möglichkeit mit, seinen eigenen Verein zu gründen. Und dann hat das Spiel dann, wenn man in der Kreisliga anfangen wollte, dann eben die ganzen Ligen selbst erstellt, die es dann noch nicht gab. Denn man kann ja nicht jede Kreisliga für das Spiel erstellen. Und deswegen, weil es ansonsten der Computer selbst Vereine erstellen würde, habe ich die Möglichkeit ergriffen, die Vereine selbst zu erstellen und habe eben für unseren Verein, den MTV Gießen, dazu später mehr, ein paar Vereine aus der Umgebung hinzugesellt, die auch ungefähr in dieser Liga spielen. Leider kann man die Ligen nicht komplett abbilden, aber ich hoffe, dass kann man verkraften, wenn das nicht so perfekt abgebildet wird. Wir haben hier die Kreisliga, geh dann mal durch, die Kreisliga, dann kommt die Bezirksliga, dann kommt die Landesliga und dann kommt die Verbandsliga und dann kommt eben, wird die nächste Station die Hessenliga, aber die ist ja schon vom Hause aus mitgeliefert, nur halt nicht lizenziert, aber das habe ich auch durch Datensätze aus dem Internet lösen können, das Problem. Zum Thema Oberliga auch nochmal anzumerken, so für die Historie, das war früher die höchste Spielliga, bevor es die Bundesliga gab. Mittlerweile ist es noch die fünfte Liga. Genau. So, was gäbe es noch zu erzählen? Ich habe mir auch nicht nur die Mühe gemacht, Unterklassigkeit. Damit nicht nur da die Vereine abgebildet sind, sondern auch im internationalen Pokal, falls wir da irgendwann mal hinkommen sollten, was vielleicht noch eine Weile dauern könnte, habe ich mir die Mühe gemacht, auch noch die ganzen ersten Ligen von den europäischen Ländern zu erstellen, die es noch nicht gab. Also nur die Vereine, nicht die Spieler, das wäre ein bisschen ausgeartet. Da hätten wir jetzt die ganzen Mitgliedsverbände, über 50 Stück, von der UEFA auch noch mit der ersten Liga jeweils vertreten. Aber ich glaube, die zeige ich jetzt nicht einzeln durch, das würde noch eine Weile dauern. Jedenfalls sind sie hier unten aufgelistet. Ja, okay. Dann zum Plan, was wir machen wollen. Wir wollen diesen Verein natürlich aus der Kreisliga nach oben führen. Die Schwierigkeit ist auf schwer, die habe ich mal hochgestellt. Wenn es zu schwer ist, können wir es runterstellen. Das kann man mittlerweile im Spiel individuell anpassen. Genau, das geht. Und zwar. Ach, da haben sie auch mal angefügt. Und hier hat man den Schwierigkeitsgrad. Und ich habe den mal überall auf schwer gestellt. Das Einzige, was mir Probleme bereiten könnte, wäre hier Transfers und Verträge, weil ich mich da mal ein bisschen schwer tue, das richtig einzuschätzen. Und mit dem Rest dürfte ich keine Probleme haben. Und das mit dem Vorstandsstatus würde uns noch nicht mal betreffen, weil wir ja unser eigener Chef sind, weil wir den Verein selbst gegründet haben. Also wir haben ihn nicht 1846 gegründet, sondern jetzt hier 2013. Aber gut, jetzt könnte ich noch ein wenig erzählen über den Verein, den wir hier überhaupt ausgewählt haben. Und zwar, wie man es lesen kann, der MTV, was für Männerturnverein steht, 1846 Gießen. Und zwar, das ist nicht die beste Mannschaft. Also man kennt vielleicht nicht unbedingt die Mannschaften aus Gießen, so deutschlandweit würde ich jetzt mal sagen. Sachlos. Also ich als Osnabrücker kann auf jeden Fall sagen, welche Türkispor-Vereine mal wieder in Gießen spielen. Habt ihr den Türkispor? Türkiyemspor Gießen, ja. Also egal, wo man sich befindet, in welcher Region Deutschland, irgendeinen türkischen Verein hast du immer. Ja, also gibt ja auch jede Menge davon. Deswegen steht ihnen ja frei, auch ihren eigenen Verein zu gründen. So, gut, es gibt auch noch andere
ich sag mal, Minderheiten. Zum Beispiel hätten wir Albaner, so wie das aussieht. Die haben auch ihren eigenen Verein, dann die Spanier und die Griechen. Und dann gibt's, glaube ich, noch Kurden, aber die sind jetzt hier nicht im Spiel vertreten, leider, weil die Zahl an Plätzen begrenzt war. Ja, wie auch immer. Viele Mehrheitsvereine. Ja, da gibt's einiges. Satan. Okay, also bei uns ist das nämlich alles so, da spielen wir uns halt die ganzen Deutschen zusammen mit den Leuten. Cool, okay. Ja. Und auch im MTV gibt's einen hohen Anteil an Migranten. Also auch hier ist Vielfalt gegeben. Es liegt aber mit auch daran an der Geschichte von Gießen, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, weil Gießen das Aufnahmelager von Deutschland sozusagen ist, das oder das Wichtigste. Ah, okay, gut, das und, erklärt ja, das erklärt eine gewisse Vielfalt, die die Stadt zu bieten hat. Genau. Und zwar, was wollte ich sagen? Genau, die beste Fußballmannschaft aus Gießen, aus der Stadt Gießen, ist der VfB Gießen. Der spielt in der Verbandsliga. Wenn ich da mal eben hingehen kann, wenn ich das mal auf die Schnelle finde. Die Verbandsliga, da hätten wir hier den VfB Gießen. So, das ist die beste Mannschaft. Die wollte ich aber nicht nehmen, weil die in der Verbandsliga ist und dann hätten wir einen großen Teil des Weges schon gespart. Das wäre zu einfach. Genau. Und eigentlich ist auch der MTV Gießen nicht in der Kreisliga, sondern in der Kreisoberliga, also eine Liga höher, in der siebten. Aber ich habe gedacht, ich erlaube mir mal, den zu deklassieren. Wir sind ja auch ein bisschen in der Vergangenheit, also bis wir auf den aktuellen Stand kommen, haben wir noch ein paar Saisons. Und ja, gut. Gibt es sonst noch was zu sagen? Achso, ja, genau. Der MTV Gießen könnte dem einen oder anderen vielleicht sogar bekannt sein, aber nicht durch die Fußballmannschaft. Denn der MTV 1846 Gießen hat eine bekannte Basketballmannschaft, die in der Bundesliga spielt, und zwar die Gießen 46ers. Ach so, das sind die. Genau, das sind die. Hey, es klingelt. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass man den MTV nehmen könnte, denn eigentlich ist der Verein ja bekannt. Und, ja gut, also für Leute, die zwischendurch mal bei Basketball reinschauen, ganz selten tue ich das, aber da, den Namen habe ich schon mal gehört, also gut, mach weiter. Ja, das war eigentlich auch das, was ich anmerken wollte. Der Verein hat 2300 Mitglieder oder so, in dem Spiel hier jetzt nicht, da hat der Verein jetzt ein bisschen weniger, und zwar 46. Ja, das hängt damit zusammen, dass das einfach so ist. Also gut, wenn du jetzt irgendwie so einen Bekanntenkreis hast, sage ich jetzt mal, oder so eine Abteilung innerhalb des Vereins, die bekannter ist, dann hast du halt auf jeden Fall mehr Leute. Ja. Weil wenn ich jetzt an meinen Ortsverein denke, wir spielen auch Kreisliga, und wenn die 46 Leute haben, das würde mich schon wundern. Die Fußballabteilung hat, das habe ich auch auf der Internetseite rausbekommen, die hat so, wie viel war das, 200 Mitglieder oder irgendwas um den Dreh. Also bedeutend weniger. Die meisten sind wahrscheinlich wegen Basketball da. Yep. Das würde auch irgendwie Sinn ergeben, wenn die in der Bundesliga spielen. Ja, okay. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ach, was noch vielleicht noch interessant anzumerken ist, was den Landkreis Gießen angeht, ist die bekannteste Mannschaft, oder die, nicht die bekannteste, aber die am erfolgreichsten im Moment ist, die Teutonia Watzenborn-Steinberg. Die ist so aus der Umgebung von Gießen, aus der näheren, und zwar aus Polheim. Das ist ganz in der Nähe von Gießen jedenfalls. Und die spielen in der Regionalliga Südwest. Und genau. Dazu habe ich nur eine kleine Anekdote. Das habe ich heute im Kicker gelesen, dass dort hier die Geschichte war, dass sie gegen Hessen-Kassel spielen sollten. Das Spiel aber zum zweiten Mal abgesagt wurde wegen zu schlechter Platzverhältnisse. Ich glaube, sie sollten mal den Rasen erneuern. Und die Kasseler dann ihre eigenen Fans, die dann nicht mehr mit dem Zug fahren konnten, weil das Spiel abgesagt wurde und ihre Züge so nicht gefahren sind, bei der Mannschaft von Hessen-Kassel mitgefahren sind im Mannschaftsbus. Ach cool. Okay, wusste ich gar nicht. Aber dazu fällt mir was ein. Denn lange Zeit war der FSV Fernwald in der Oberliga vertreten. Das war dann der erfolgreichste Verein aus dem Landkreis Gießen. Der ist auch hier immer noch vertreten, weil die sich erst in dem Jahr danach erst zurückgezogen haben aus der Oberliga, weil sie, ja, wegen der finanziellen Pleite. Situation, weil die nicht so gut war, genau, sind sie freiwillig gegangen. Ja. Und da wollte ich mal zu einem Spiel hingehen und mir das mal anschauen. Und genau an dem Tag hat es ein Schneechaos gegeben. Und das Spiel ist ausgefallen. Ja. Passiert. Genau. Das wurde also nichts aus meinem Oberliga-Besuch. Aber das ist ja jetzt auch nicht so das Thema, denn wir wollen ja hier eigentlich Fußballmanager spielen und ich glaube, ich habe jetzt zu Beginn genug erzählt. Von dem Verein selbst, ja. Tatsächlich. Ja, ich glaube, damit kann man schon bald eine Folge füllen. Fast. Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht fast 10 Minuten oder sowas. Es tut mir leid, wenn ich so einen langen Monolog halte.
Genau, deswegen muss ich mich dazwischen mal ein bisschen einmischen, ansonsten wird mir das hier zu bunt. So, dann ist die Geschichte. So, Mo hat das Spiel natürlich auch schon lange gespielt und ich bin auch schon sehr lange Fan dieser Reihe, habe aber jetzt den Fußballmanager 2014 nicht mehr gespielt. Das ist einer der wenigen Teile, die ich ausgelassen habe. Deswegen sind auch zwischendurch Fragen von meiner Seite, die nachher kommen werden, weil auch ich jetzt nicht hier alles im Interface so kenne, weil auch die einige Neuerungen haben für mich. Genau, also deswegen bin ich am Überlegen, wie wir am besten anfangen. Ich habe mir das schon mal vorher angeschaut. Ich habe das Spiel schon mal angespielt. Ich würde einfach oben, ja, ich weiß nicht, ob ich so breche, ich würde einfach von oben dann halt Team und dann Transfers einmal alle diese ganzen Dinger hier abklappern. So würde ich das machen. Ja, so in etwa auch, genau. Also ich habe mir das Spiel schon angesehen und also schon mal angespielt und jetzt wieder den ursprünglichen Spielstand geladen und zwar, ich habe eingestellt, dass wir ohne Mitarbeiter starten, deswegen würde ich erstmal vorschlagen, bevor wir das vergessen, dass wir erstmal Mitarbeiter einstellen, denn wir haben jetzt gerade niemanden hier. Ja gut, wenn du das jetzt direkt machen willst. So, genau, deswegen, ich habe mir hier nämlich was vorbereitet und zwar habe ich mir bestimmte Mitarbeiter rausgesucht beim anderen Spielstand und weil es ja derselbe Spielstand ist, nur können wir die hier jetzt hier auch finden, dann ist ein bisschen Zeit gespart und zwar habe ich mir die Nationalitäten von den Leuten rausgesucht, denn ich habe in ganz Europa gesucht. Wir haben ja jetzt auch jedes Land, das im Spiel ist, können wir jetzt hier auch auswählen. Und normalerweise würde ich jedes Land einzeln durchgehen und den Besten raussuchen. Ich gehe ja immer nach dem Talent. Das sind ja einige Namen, die mir jetzt so bekannt sind, egal. Ja gut, das bei der Liste, aber die wollen ja nicht zu uns. So Urs Siegenthaler oder wer war das alles? Nee, oder ja, genau da Sergej Barbares. Oder Giovanna Elber. Jörg Böhme, Dieter Hamann, das sagt er natürlich was. Ja, genau, stimmt. Andi Möller. Also, Bernd Hollerbach, der HSV-Fan, erinnert sich. Ah ja, genau. Aber wenn wir sagen, nur realistische Transfers, also nur die auch zu uns kommen wollen, dann sieht ja die Liste so aus. Du solltest vielleicht auch den Stärkewert. Genau, dann müssen wir den auch noch senken und dann kriegen wir auch was in der Liste angezeigt. Okay. Genau, zur allgemeinen Info für die Zuschauer, dieser Stärkewert ist so ziemlich das, worum sich alles dreht. Also sowohl bei den Spielern als auch bei Mitarbeitern. Der Stärkewert ist entscheidend, der Talentwert, den ihr hier sehen könnt, in den Sternchen wird das angezeigt. Ausgegraut ist ein halber, also gelb leuchtend ein ganzer Stern, das ist sozusagen das Entwicklungspotenzial. Exakt, und ich habe mir das überlegt, dass wir einfach die nehmen mit dem meisten Talent, weil das Talent auf die Dauer am wichtigsten ist. Wir werden uns ja sowieso weiterentwickeln, deswegen brauchen wir auch Mitarbeiter, die sich schnell entwickeln. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich überall einfach nur nach dem Talent gegangen bin und habe die rausgesucht mit dem besten Talent und danach erst die Stärke. Und bist du eigentlich da auch mit den Gehältern so jetzt klargekommen? Bei den Gehältern, bei den Mitarbeitern ist es kein Problem, weil bei denen irgendwie angezeigt wird, ob die zufrieden sind oder nicht. Achso, das wird dann wieder angezeigt, okay. Genau, und bei den Spielern aber soweit, ich weiß nicht. Weil ich sag dir, wenn wir uns da ein bisschen verraten, dann zahlen wir vielleicht ein bisschen viel. Das könnte passieren, ja. Wenn wir da ein bisschen viel zahlen, finanziell in der Kreisliga, dann doch ein bisschen Druck. Das kann passieren, ja. Da habe ich auch ein bisschen Angst davor. Ja, nicht nur du. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.